was wir gemacht haben in dieser Woche, und zwar für den ländlichen Raum gleichermaßen wie für die Großstädterinnen und Großstädter, ist ein zweites Entlastungspaket, Herr Kollege, auf den Weg zu bringen. Nochmal im Umfang von gut 20 Milliarden Euro, nach dem ersten im Umfang von gut 15 Milliarden Euro. Und jetzt sagen Sie mir mal was von den Maßnahmen, die da auf den Weg gebracht wurden, was irgendwie arrogant oder schlecht ausdifferenziert wäre. Abschaffung EEG-Umlage per 1.7. hatten Sie auch immer gefordert. Fernpendlerpauschale hoch per 1.1.22 rückwirkend. Heizkostenzuschuss 230 Euro für Azubis und für BAföG-Empfängerinnen und Empfänger. 270 Euro für Single-Haushalte, 350 für Paare, 70 Euro obendrauf für jede weitere Person im Haushalt. Eine Einmalzahlung, nicht nur die 100 Euro aus dem ersten Paket, sondern jetzt noch mal verdoppelt 200 Euro für Bedürftige aus Transferleistungshaushalten. Ein Sofortzuschlag von 20 Euro pro Monat für Kinder in Armut in Deutschland, bis wir die Kindergrundsicherung tatsächlich auf den Weg gebracht haben. Grundfreibetrag hoch, Arbeitnehmerpauschbetrag hoch, Mindestlohn von 12 Euro per 1.10. in diesem Jahr für Millionen Menschen in Deutschland. Verlängerung Kurzarbeitergeld in der Pandemie. Das vierte Corona-Steuerhilfegesetz, um auch die Unternehmen sicher durch diese Pandemie und diese Kriegssituation in der Ukraine mit all ihren wirtschaftlichen Auswirkungen durchzubringen. Energiepauschale für 300 Euro für alle erwerbstätigen Menschen in Deutschland. Einmal Bonus für jedes Kind von 100 Euro, 3 Monate Absenkung Energiesteuer auf Kraftstoffe und die 9 Euro Flat für den öffentlichen Nahverkehr in Deutschland. So, und jetzt sagen Sie mir bitte, wer hier ausgelassen wurde, wessen Lebenswirklichkeit hier nicht gesehen wurde am Ende. Das möchte ich wirklich mal gerne genannt haben. Das ist die Unterstützung, die diese Bundesregierung bis hierhin leistet, um Deutschland in dieser Phase durchzubringen. Denn was Ihnen ja anscheinend immer noch nicht klar geworden ist, Herr Putin hat genau 4 Ziele verfolgt gehabt bei der Spaltung, die er vorantreiben will. Das eine war der Spaltungsversuch gegenüber der Gesellschaft innerhalb der Ukraine selbst. Das ist ihm misslungen. Die russischen Truppen treffen nicht auf Menschen in der Ukraine, die befreit werden sollen, sondern die Widerstand leisten. Das ist der erste Fehler, den er sich geleistet hat. Das Zweite, was er versucht hat hinzubekommen, ist, die Europäische Union zu spalten. Es ist ihm nicht gelungen, die Europäische Union, gerade auch unter der Koordinierung der Innenministerin, die das im Moment gerade rund um die Flüchtlingsaufnahme organisiert, ist nicht gespalten. Das Dritte war der Versuch, die NATO und das westliche Bündnis zu spalten. Das ist nicht gelungen. Und das Vierte, und das dürfen wir alle miteinander nicht vergessen, ist der Versuch, sozialpolitisch diese Gesellschaft auseinanderzutreiben. Zur besten Sendezeit wird den Menschen in Russland im Moment in ihrem Staatsfernsehen erzählt, in Deutschland gäbe es auf den Straßen Ausschreitungen und Großdemonstrationen, weil hier angeblich alles durch die Decke gehen würde. Wir wissen und sehen, das ist nicht der Fall. Aber diese Regierung und diese Koalition trägt eben auch dazu bei, dass es dabei bleibt, meine Damen und Herren. Und das ist der Gegenstand dessen, was ich Ihnen gerade noch mal vorgelesen habe. Und da können Sie sich mokieren und aufregen, sondern es ist genau die Entlastung, die die Menschen in Deutschland jetzt brauchen.